Also es waren 4 von den Parkschützern, die die Idee geboren haben, diese Werbefläche zu mieten, um da für uns oder andersrum gegen die Wahl zu werben. Und die haben dann ein Statement gepostet um die Idee und haben aufgerufen, wer Lust habe zu spenden, solle einfach mitmachen. Daraufhin haben sich über 30 Leute gemeldet. Wir bekamen netterweise die Urbanstraße zur Verfügung, dass wir da arbeiten konnten und kamen sehr, sehr schnell zum Ergebnis. Dass wir nämlich die Bilder vom 30.09. nehmen wollten, weil die ja so oft durch die Presse gegangen sind, dass sie einen hohen Wiedererkennungswert haben. Und darauf wollten wir einen Text stellen, der anregt, was zu wählen ist. Das heißt, das Ganze ist eine Aktion wirklich von Stuttgarter Bürgern. Da ist keine Agentur dahinter, nichts dergleichen, sondern... Wir haben es alleine gemacht. Wir haben ja in der Bewegung sehr viele Kreative, die auch froh waren und Lust hatten, das zu machen. Und wir haben es als eine Aktion von Stuttgarter Bürgern ausgewiesen, haben noch nicht mal die Parkschützer draufgesetzt. Nicht, weil wir sie nicht mögen, sondern weil andere sie vielleicht nicht mögen. Und ja, das steht ja dann auf dem zweiten Bild auch, Stuttgarter Bürger. Es steckt, ich schwöre, es steckt nichts dahinter, wie Werbeagenturen oder sonst was das alles selbst gemacht hat. Wie oft können die Autofahrer hier am Pragsattel, die es ja wirklich lieben, hier an den Ampeln zu stehen, wie oft können die das sich angucken? Also es läuft 17 Mal in der Stunde, das wird bis 250 Mal am Tag laufen und zwar bis zur Wahl. Und dann je nachdem, wie lange die Ampelphase geschaltet ist oder wie lange der Stau steht, kann man da in aller Ruhe hingucken und die Message mitnehmen. Und das Ganze kommt auch ohne Wahlempfehlung aus? Ja genau, aber die Wahlempfehlung sind ja die Bilder, die ja jeder nachhaltig im Gedächtnis hat. Und jetzt, wir haben ja solche Glücksfälle, wie das gestern beispielsweise die Stuttgarter Zeitung wieder einen Bericht gebracht hat, dessen Titel ich vergessen habe, aber da ist ja wieder ein Wasserwerferbild drauf. Das heißt, das Ding ist unheimlich präsent, es ist bei den Stuttgarter Bürgern präsent. Und wenn ich zum Beispiel Streetworken gehe in Rottweil, in einer völlig erzkatholischen Gegend, sagte mir ein älterer Mann über 60, er sei zwar für den Bahnhof, aber er wird nicht mehr die CDU wählen, zum ersten Mal nicht, sondern die Grünen, weil es ihm auf den Keks geht, wie die Politik mit den Leuten verfährt. Und da haben wir noch so Hoffnung, dass wir eben diese Leute damit ansprechen können. Die, die absolut dagegen sind, die kriegen wir nicht. Aber die Zweifler, ich denke, es nützt was. Und ich bin super froh. An dieser Stelle danke an die 4, dass sie überhaupt die Idee gehabt hatten. Und ich bin super froh, dass wir uns zusammengefunden haben und das Ganze auf den Weg gebracht haben. Jetzt warte ich nur noch, wann man uns zwingen wird, es abzuschalten. Aber ich hoffe das nicht, denn es ist ja nichts drin, was jetzt irgendwie gegen jemanden sprechen würde. Nee, ist es nicht. Wir haben es neutral gemacht.